Willkommen zu einem weiteren legendär horrorhaften Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Geschichte von Silent Hill Homecoming. Ein Spiel, das ich damals auf der Xbox 360 unglaublich gerne gespielt habe und ich unbedingt nochmal spielen wollte. Wir haben jetzt hier eine PC-Version. Allgemein bin ich ein großer Fan der Silent Hill-Spiele. Aber wenn ich doch so ein großer Fan bin und auch so gut wie jeden Quatsch hier auf dem Kanal schon durch Let's Played habe, wieso gibt es kein einziges Silent Hill Spiel auf meinem Kanal? Nun, das liegt daran, wenn ihr jetzt ganz genau hinhört, dann hört ihr gar nichts, richtig. Denn ich musste die Musik abstellen. Silent Hill hat einer der besten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten. Unglaublich gut, unglaublich atmosphärisch, aber leider ist der komplette Soundtrack, wirklich alles, nicht nur irgendwelche besonderen Stücke, wo Gesang drin ist, sondern wirklich alles, ist extrem heftig Copyright geschützt. Und zwar so, dass die Videos nicht nur demonetarisiert werden, sondern sie stellenweise auch gesperrt werden. Das heißt also, in unserer Region, Europa, Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter und so fort, kann man die Videos nicht abspielen. Und Videos, die man nicht abspielen kann, kann niemand sehen. Und es lohnt sich nicht, dann Spiele zu spielen, die eh niemand sehen kann. Und dementsprechend habe ich immer einen großen Bogen um die Silent Hill Spiele gemacht. Jetzt hier bei Homecoming auf der PC-Version kann man die Musik anscheinend abstellen. Also zumindest schon mal hier hört man nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es in einzelnen Sequenzen sein wird. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Vielleicht sind die gemutet, vielleicht sind sie irgendwie digital von mir verändert. Es ist halt richtig ätzend, aber ich kann nichts machen. Ich kann leider dagegen nichts machen. So, wir starten jetzt ein neues Spiel mit meinem Lieblings-Silent Hill-Game. Ich weiß, die meisten werden sagen, was, Homecoming, du Schwein? Wie kann man nur? Aber ich mag das super gerne. Ich mag auch die anderen Teile, wie gesagt. Ich wette, die meisten mögen Teil 2, das ultimative Spiel. Alles, was danach gekommen ist, ist eh böse und darf man eigentlich gar nicht spielen. So, neues Spiel. Unterstützen könnt ihr mich mit einer Bewertung. Ich weiß, es war viel Gelabere, aber ich muss das alles so ein bisschen erklären. Und auch gerne kommentieren, was ist euer Lieblingsteil? Let's go! Josh! Josh! Don't let me fall! Petri? Soldier. Thanks. Mom. I miss your brother, Alex. Everyone's gone. Enough. We're never gonna find them. We're going to Silent Hill. You won't be going anywhere till I get some answers. Josh. Too long. I'll find him. Where's my squad? Are they here? Did they make it? Hey! Hey, talk to me! Say something! Oh, God! Oh, God! Hey! Hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you taking me? No! Hey! No!
Where am I? Hey, what is this place? Hey, where are you taking me? No! Where am I, man? Hey, wait. Where are you going? Don't leave me here! Und da wären wir mittendrin in der Horrorklinik. Das ist es, Silent Hill Homecoming. Natürlich auch ein Spiel, das schon ein bisschen älter ist, denn wir wissen ja, in letzter Zeit haben wir kein neues Silent Hill bekommen. Aber ich finde, es sieht optisch immer noch recht ansprechend aus. Also ist kein Spiel, das jetzt unbedingt hässlich ist, meiner Meinung nach. Eine Notiz eines Arztes. Der Patient in Zimmer 206 ist morgen für eine transorbitale Lobotomie vorgesehen. Ich dachte, Lobotomien seien veraltet. Wer hat diesen Eingriff bestimmt? Tja, bin ich der Patient, der eine Lobotomie bekommen soll? Eiserne Lunge. Wer da drin landet, uff. Schlimm. Ein sehr, sehr schlimmes Leben. Nicht sehr beneidenswert. Josh, is that you? Alex. Das Tor ist verschlossen. Ja, wir sind Alex, ein Soldat, der aus dem Krieg zurück in seine Heimatstadt kehrt. Und Josh ist unser kleiner Bruder. Bericht über fehlende Patienten. Zimmer 205, Patient fehlt, zuletzt gesehen im Tagesraum, einen Tag nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen. Der Rest ist unleserlich. Was? Der Rest der Nachricht ist verschwommen und unlesbar. Okay. Denn mein kleiner Bruder hier hat dazwischen geflüstert. Josh, ich habe gesagt, nicht dazwischen flüstern. Etwas wurde in die Oberfläche des Röntgenbilds gekratzt. Und zwar 624. Ist aber nur die Hälfte. Es ist eine Karte des Krankenhauses. So, nehmen wir mal mit. Ja, wir spielen es auf PC. Keine Ahnung, Controller will er ja nicht. Also versuche ich mal mit der PC-Steuerung zurechtzukommen. Ob das geil ist, keine Ahnung. Weil es ist halt ein Konsolenspiel. Es ist ein Port. Ursprünglich natürlich für die Konsole programmiert. Und dementsprechend auch für die Konsolensteuerung gedacht. So, das nehme ich mal mit. Eine Seite eines Vorfallberichts. Der Patient sprang durch das Fenster und verwüstete das Zimmer nebenan. Der Patient antwortete nicht auf Befehle. Letztendlich konnten drei Mitarbeiter den Patienten bezwingen. Der Patient fiel in einen katatonischen Zustand und reagierte nicht mehr auf Stimuli von außen. Während Elektroschocktherapie in der darauffolgenden Woche musste der Patient nicht mehr gefesselt werden. Tja, der war hinüber. Der war komplett hinüber. Ja, Röntgenfilm nehme ich mit. Alter, das Baby. Warum immer solche Geräusche, ne? Kindergeschrei ist einfach so was Unangenehmes, Nervtötendes. Holy moly. Die Leichen sehen aber auch nicht wirklich frisch aus. Ja, Spiel ist natürlich indiziert. Alles aus der Zeit ist indiziert. So, kann ich das jetzt hier hinhängen? Müsste doch eigentlich gehen. Weiter. Ha, ich kann nichts auswählen. Tab. Sehen wir die Karte? I, vielleicht Inventar. Wie gesagt, die Steuerung. I don't know. Q vielleicht? Ja, Q.
So, kann ich mir schon mal merken. 264872. Die Zahl 624872 ist auf dem Röntgenfilm geschrieben. 624872. 624872. 624872. 624872. Die Tür ist offen. Josh, where are you going? Es war auch mit einer der geilsten Gaming-Zeiten überhaupt. Kinderzeichnung erhalten. Drei kleine Schweine. Zu der Zeit kamen so verflucht viele gute Spiele raus, ne? Habe ich echt gerne gezockt. Josh, stop! Der kleine Joshi. Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Bah! Ist das Spiel brutal? Ja. Ja, doch, es gibt echt ein paar heftige Sachen und es gibt sehr viele Entscheidungen, die man treffen muss. Und die Menschen, die sind in wirklich krassen Killer-Apparaturen eingespannt. Also da gibt es schon einiges in dem Spiel. Muss man es deswegen indizieren? Natürlich nicht, ja. Natürlich nicht. So. Ihr Spiel wird gespeichert. Speichern erfolgreich. Natürlich nicht. Also indizieren. Ich glaube heute, wenn das Spiel heute so rauskommen würde, auch mit einer besseren Grafik. Ich gehe mal stark davon aus, dass man es nicht indizieren würde. Aber ich weiß noch damals, ich habe damals den Bericht gelesen dazu. Und es ging halt wirklich darum, warum ist hier abgeschlossen? Ist da jemand drin? Es ging wohl wirklich darum, dass eben diese Entscheidung, die man treffen durfte, musste. Oh, ein Messer. Kampfmesser erhalten. Dass die der Grund waren, weil eben, wenn man sich böse entschieden hat, auch sehr üble Szenen dadurch entstanden sind. Oh mein Gott! Sexy! Da werden Träume wahr. Das ganze Budget des Spiels ist in die Boobs der Krankenschwester geflossen. So, wie greife ich an? Hier kann ich rollen. Wie kann ich angreifen, ist die Frage. Ich kann sogar in die Ego-Perspektive, wenn ich will. Aber ich weiß nicht, was Angriff ist. Kampfmesser ist ausgewählt. Super. Dir wird echt nicht die Steuerung erklärt. Es tut mir unendlich leid. Steuerung. Maus und Tastatur. Zielen. Shift. Also muss ich Shift drücken und dann kann ich hier angreifen. Und man sieht sogar Verletzung mit dem Messer auf den Boobs. Okay, die alte ist erledigt, ja? Ich weiß gar nicht, konnte man die looten? Ich glaube nicht. Ich weiß nur, das Spiel war nicht easy. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe das auch mehrfach durchgespielt. Das Schloss ist anscheinend defekt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Auch kaputt. Boah, sie kam hier aus der Zwischenwand. Was haben wir hier? Erste-Hilfe-Set. Gerne. Okay, mit Shift gehe ich in den Kampfmodus. Das ist ein schwerer Angriff, das ist ein leichter Angriff. Alles klar. Jetzt meine ernst gemeinte Frage. Wow, wow. Wow. Eine ernst gemeinte Frage. Findet ihr, die Krankenschwestern aus Silent Hill sind sexy? Sind sie sexy? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich persönlich finde es irgendwie ja. Ich würde es tun. Die Ärzte sagen, dass ich Fantasien und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten kann. Aber ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ich habe gesehen, wie diese Dämonen die anderen Patienten ermordet haben. Ich will von diesem verfluchten Ort flüchten, aber ich wage es nicht, ins Licht zu gehen. Es scheint, als ziehe das Licht sie an. Darum sind die Leute hier ihre Beute,
die Licht brauchen, um zu sehen. Die Dämonen hören auch sehr gut. Wenn sie weiterleben wollen, bleiben sie besser im Dunkeln und verhalten sie sich ruhig. Aber selbst das wird sie wahrscheinlich nicht retten. Okay, sie sehen gut und sie reagieren auf das Licht. Gott sei Dank habe ich eine Taschenlampe. Ha, guck mal. Da guckt jemand fern. Auch kaputt. Komm. Was? Hat die mich geblockt? Als ob. Wow, 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 wow. Okay, jetzt kann ich sie auf jeden Fall angreifen. Au. Alles klar, eine Krankenschwester weniger. Schwester Nancy, aber die jiggeln auch so schön. Da ist das ganze Budget damals für Homecoming reingeflossen. In die Jiggle-Physik. Wenn die Boobies jiggeln, dann weißt du, das ist ein Qualitätsspiel. Autsch. Fernsehen ist wohl doch ungesund. Alter, was ist das denn hier? Schneiden. Oh, widerlich, oder? Richtig, richtig widerlich. Die Silent Hill Dimension. Die Filme mochte ich auch ganz gerne. Besonders natürlich den ersten, der war richtig stark. Top-Film. Unbedingt angucken. Aber auch der zweite fand ich gar nicht so verkehrt. Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Oh, doch, Kumpel. Sie ist da. Bad News, my friend. Sie ist da. So, können wir eigentlich meinen Speicher überschreiben. Ist kein Problem. Hier, zack. Man kann natürlich dadurch, dass man hier freies Speichern hat, zumindest so ein bisschen, ist ja auch limitiert, kann man wenigstens ganz gut Speicherpunkte setzen, um dann halt auch verschiedene Wege einzuschlagen. Ist ganz nützlich, dass wir sowas haben. Ich bin auch schon ein bisschen angehittet. Ist I Inventar? Ne, Q war Inventar, ne? Ja, komm, baller rein. Oh, das klatscht aber doch ganz gut. Ich bin ja sogar wieder voll. Der Stuff ballert aber ganz gut. Gott, diese kleinen winzigen Gesichter auf diesen Insekten, ne? Alter! Oh, verflucht! Du musst sie zertreten, Dude! Oh, gekonnt gelöst, mein Freund. Gekonnt gelöst. Alles hier ist nur absolut verdammt widerlich. Okay, mal genau umsehen. Denn das Game ist schon ein richtiges Survival-Spiel, muss man sagen. Also ich weiß noch, dass viele Sachen später sehr, sehr knapp werden und man wirklich sich entscheiden muss, was man mitnimmt und ob man lieber schießt oder doch den Nahkampf wagt. Später gibt es natürlich auch noch andere Waffen. Ich weiß noch, damals habe ich es durchgespielt, habe mir dann die Alien Gun erspielt und... Oh nee. Sexy Ladies sind nicht immer gut. Da hinten ist Wurst. Und habe es dann nochmal mit der Alien Gun durchgespielt, was echt witzig war. Oh nein, 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 da stecke ich fest. Ich dachte eben gerade ganz kurz, da wäre eine Waffe gewesen. Uff, man kann hier nicht durch. Eieieiei, die Damen stechen aber auch zu. Oh, rolle, 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 rolle. Oh mein Gott. Okay, die ist cool, aber ich würde sie doch lieber töten. Vorsicht.
Meine Damen, auch wenn ich euch unglaublich reizend finde, verzichte ich doch auf ein intensives Date. Lass mal gut sein. Geil, jetzt kann ich mir hier schon Erste-Hilfe-Kit reinziehen. Damit habe ich schon gar keine Heilung mehr. Das meine ich. Also, ich habe das auch noch relativ knackig in Erinnerung. Machen die Schaden? Ich gehe mal vorsichtig dran vorbei. Ach, da liegt die andere Hälfte vom Doc. Es ist die andere Hälfte der Leiche von unten. Wer hat sie hierher gebracht? Er scheint einen Schlüssel in der Hand zu halten. Operationssaal Schlüssel erhalten. Dankeschön. Immer diese halben Leichen. So, und was mit der Leiche hier? Kann ich da irgendwas eigentlich gucken? Nö. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Alles klar. Ich habe den Operationssaalschlüssel benutzt. Die Tür ist offen. Aber hier ist ein bisschen was im Weg, Kumpel. Beeindruckende Erfolge konnten bei den Patienten erzielt werden, als die Elektroschockmaschine so eingestellt wurde, dass sie über der Anfallsschwelle lag. Die gewalttätigsten und deprimiertsten Patienten werden damit völlig fügsam gemacht. Die einzigen Nebenwirkungen waren geringfügig. Gedächtnisverlust, ein paar ausgerenkte Knochen, ein gebrochenes Bein und ein Patient, der seine Zunge abbiss. Naja, also bitte. Dieser Vorfall war ein netter Nebeneffekt, da dieser Patient auch einer unserer lautesten war. Ich habe die Ärzte angewiesen, bei allen Behandlungen mit dieser Intensitätsstufe weiterzumachen. Ja, ja, so eine Zunge oder ein paar gebrochene Knochen. Ey, man muss auch ein bisschen was aufgeben für Erfolg. Erfolg hat seinen Preis, Internet. Joshua, is that you? I'm busy. Go away. What are you doing here? I want my toy. Aren't you afraid of being here alone? I'm a brave soldier. I'm looking for Robbie. Is there anything I can do? Find Robbie. I want my toy. I haven't seen any toys around here. Guess you're not my friend. Okay, I'll go see if I can find him. Ja, wenn Kinder in so einem Zustand sind, dass sie irgendwie gar nichts mehr mitbekommen, einfach vor sich hin kritzeln und irgendwas von irgendwelchen Stofftieren brabbeln. Der Junge braucht ganz dringend, ganz schnell mal eine harte Schelle. Eine medizinische Schelle oder eine Schocktherapie ist auch immer gut. Okay, heißt das, ich muss wirklich wieder zurück? Kann ich überhaupt wieder zurück? Ich bin hier runtergejumpt. Warte mal. Gibt es da vielleicht noch irgendeinen Weg? Ihr tackelt natürlich immer wieder hart die Türen weg. So, da bin ich hergekommen. Das will er nicht. Ah, hier. Die kannst du aber auch ganz schnell übersehen, die Tür. Weil hier alles so rostig und widerlich ist. Bericht über fehlende Patienten. Zimmer 205. Patient fehlt, zuletzt gesehen im Tagesraum, einen Tag nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen. Der Rest der Nachricht ist verschwommen und unlesbar. Was ist nur mit dem passiert, ne? Das haben wir jetzt schon öfters gehört. Das war ja eine Notiz, die haben wir schon oben gefunden. Der legendäre Patient aus 205. So, wieder gespeichert. Mann, das Speichern zieht sich aber ganz schön böse hier. Hat aber auch so einen richtigen Retro-Vibe. Ey, damals gefühlt jedes Spiel in Österreich gekauft oder eben in der Schweiz. Na gut, damals habe ich auch noch in der Schweiz gearbeitet. Da habe ich so oder so viele Spiele automatisch aus der Schweiz gehabt. Aber ich weiß noch, damals hat dieses ganze Wir sind Uncut-Importeure, das hat damals richtig geboomt.
Weil halt alles entweder direkt gar nicht hier erschienen ist oder komplett zerstückelt wurde. Warte mal, hier, jede Tür funktioniert nicht. Das Gitter hier drüben funktioniert auch nicht. Aber das meine ich, das sieht echt immer noch ganz schick aus, diese ganzen Lichteffekte, Schatteneffekte und so weiter. Das ist ein widerlicher Hase. Scheiße, ist das ein widerlicher Hase. Alex, du willst wohl nicht in das Loch eingreifen, oder? Ey, lass mal gut sein. Lass mal gut sein, Kumpel. Du willst da doch nicht reinlangen. Gott, bist du gestört? Anscheinend habe ich keine andere Wahl, als da reinzufingern. Der Arm ist ab, Kumpel. Der Arm ist so gut wie ab. Oh. Ih, das Ding ist ganz braun. In was für einem Loch war das? Was ist jetzt los? Oh, nee. Oh, warte, warte. Ach, der klebt an meinem Gesicht. Ich dachte, ich hätte ihn gekillt. Ich hab das gar nicht gesehen. Den kleinen Dreckspatz. Und wieder Lebensenergie verloren. So, ich hab die Puppe. Moment, Kuh. Robbie. This is yours, you remember? Take it. Come on. Where are you going? Gut, in den Cutscenes ist immer noch Soundtrack drin. Keine Ahnung, ob der Probleme macht. Die meisten Stücke leider ja. Wie gesagt, ich habe es ja getestet mit ein paar Stücken ebenso und habe auch mal bei anderen Let's Plays reingeguckt, was die so alles weggemutet haben und ja, war schon ganz gut verstückelt. Aber der ist so gut, der Soundtrack. Hört ihn euch an. Noch eine Kinderzeichnung. Hört ihn euch an. Ich glaube, ganz schwach die Meeresbrandung zu hören. Sie scheint von hinter dieser Tür zu kommen, aber das ist unmöglich. Das hier ist ein Krankenhaus. Ist das wirklich ein Krankenhaus, Alex? Ist das für dich wirklich ein verdammtes Krankenhaus? Zurzeit komme ich da nicht durch. Blockiert. Definitiv auch blockiert. Hier haben wir noch eine Tür. Auch blockiert. Ist das irgendwas? Die Tafel oder so? Ah. Alright. Vielleicht mein Weg nach oben. Oder noch weiter runter. Wir werden es rausfinden. Metallkratzen. Dream.